Oje. Auf dem Stockwerk voll mit Albanern, aber nette Leute. Das ist für Verwahrung, da kommst du niemals mehr raus. So. Ja, das ist der Herr Vicari. Was soll ich in einem Hochsicherheitstrakt? Ich habe mir mein ganzes Leben ferngehalten von Verbrechen und verbrecherischer Leute. Was soll ich da? Der Herr Vicari, das kommt von der Richter, ne? Da wollte Statthalter werden. Kommt von dem Vicari Foranei. Das waren die Untersuchungsrichter im Mittelalter, die dir einen Auftrag gegeben haben, die Frauen zu foltern. Und dieser Typ ist noch ein Nachfahre von denen und über die Generation, über die Jahrhunderte hinweg macht er noch immer das Gleiche. Ich habe mich immer ferngehalten von Verbrechen. Sie wollen einfach die Gefängnisse füllen und immer oft auf alte Schlösser, weil das waren ja die Adlige, diese Sar, so wie in einem Sarkophag oder Caesar, der König von Rom. Damit sie nochmal Geld dran verdienen, weil es ist zu groß, um drin zu wohnen. Und wir wissen ja, dass eine Zelle kostet mehr Geld, kann man viel mehr vermieten, als der teuerste Hotelsuite im allerteuersten Hotel. Also das ist ein riesen Business. Und hier in der Schweiz, Pharaone Zentrum Nummer 1, der Schwester der Isis. So, einen kurzen Blick auf den Emmental hier, das sah ich immer aus meiner Zelle. Aber jetzt bin ich raus und jetzt kann ich sie zeigen da, was hier dreht. Jetzt kommen die Konsequenzen. Und hier gab es bis 1978 noch Sklavenkinder, die verdinken, also die Kinder, die nicht mal ein Ding waren. Ja, oh, die saubere Schweiz. Ja. So. Also hier in Kanton Bern, Oberburg, also wir sehen hier überall die Sonne Hieroglyphe, also wirklich da eine, Dreiecke Freimaurer, die wollen es verkaufen oder so, Graf Riedi, naja das ist vom Grafen Ried, das ist ja klar, das ist altes Behördengebäude hier, überall, auf die andere Seite ist auch noch voll. Das heißt, wir sind schon hier. Im Mittelalter vor allem war das ein sehr wichtiges Zeichen. Das heißt, hier kannst du anklopfen, wenn du auch pharaonischem Blut bist. Und wir machen sie fertig, die Europäer, von innen hinaus. Wir werden uns hier organisieren. Macht das Haus nicht kaputt in Zeiten des Krieges, tötet die Menschen nicht. Und wir vermischen uns und wir sind nicht mehr zu erkennen. Wir nehmen alle Schlüsselpositionen ein. Geheimzeichen, also in einer Zeit, dass es noch kein Telefon und Handy und Internet gab. Sehr klug, oder? Aha. Okay. So, da sind wir hier im Burgdorf. Da sehen wir da die Sonne-Hieroglyphe. Und die Isis mit dem Bündnis, was sie trägt. Und Dreieck der Freimaurer. Ja, was willst du noch mehr? Ja. Im Burgdorf vor dem Mikro. Also Geheimzeichen, das heißt, wir sind schon hier. Ne? Und ja, das sind Freimaurer, Pharaonen, die das hier besitzen, das Haus. So, noch immer im Burgdorf. Man sieht hier Dreieck der Freimaurer. Und die Sonne Hieroglyphe vertikal zweimal und nochmal so. Wir verstehen jetzt, was es heißt. Ne? Das ist eher ein Wohnhaus. Und vor allem so vor ein paar hundert Jahren war das alles Geheimzeichen. Okay. Ja, das ist dann Hindelbank hier, der Obelisk mit Knospe auf der Bernstraße, der Hauptstraße. Und da unten ist noch der Teufel da. Man sieht, ja, da ist er, genau. Zwei Hornen drauf. In Hindelbank vor dem Coop auf der Hauptstraße. Obelisk mit Brünneli. Der Obelisk steht für den Gott Osiris und der Brunnen für die Göttin Isis. Manchmal ist es dann auch ein Fluss, so wie die Aare. Okay. Das weibliche Element ist das Wasser, ne? Und das männliche Element ist der Phallus oder der Penis, das Symbol für ihre Kriegsführung.
Wir vermischen uns erstmal mit der Lokalbevölkerung und nach fünf Generationen sind wir nicht mehr zu erkennen und bekämpfen unseren Feind von innen hinaus wie ein Virus. So machen sie das. Das ist die Gemeinde in Hindelbank, ein ganz großes Pharaonenkaff. Das ist wie eine Pyramide hier. Das ist kein Zufall, wie die Basis von einer Pyramide. Jetzt gehen wir ein bisschen näher. Da ist der Obelisk vor der Gemeinde, mit einer Pyramide sogar darauf. Und das ist das Dreieck der Freimaurer. So, ja, wer regiert hier? Die Schweizer? Nee, vergiss es. Ja. Sie sind überall auf alle Schlüsselpositionen. Und ja, die bekämpfen uns von innen hinaus wie ein Virus. Sie sind nicht mehr zu erkennen. Es gab hier damals die Frau Rissler, eine Vollpharaonin, eine Sozialarbeiterin. Und tja. Okay, gut. So, was ist das für ein Baum da? Ui, da möchte ich nicht wohnen mit solchen Bäumen, so ein Wald. Aber wir kamen für das. Neben der Feuerwehr in Hindelbank, Obelisk, mit die Erddomination darauf, überall auf Schlüsselpositionen, die Feuerwehr. Früher war sicherlich etwas anders hier, vielleicht eine Kaserne, so mit Pferden und Ross und so. Ja, der Feind im Innern. Oh, so ein schöner Baum und die Sonne, die da durch scheint, ganz schön. Aber wir kamen nicht für das. Was stehe ich denn da? Wieder ein Obelisk. Hier ist ja auch irgendwelche Kirche daneben. So ein Ding. Obelisk mit Weltdomination. Und natürlich mit Brünneli für die ISIS. Und die Name Schwyz kommt auch von der ISIS. War früher war der Schwyz, Schwester ISIS, die Schwester der ISIS. Und nachher ist es dann Schwyz geworden, weil auf Altdeutsch haben die S und die Z ähnlich geschrieben. Und die Templer, die haben das dann Swiss genannt erstmal, Swiss Sœur Isis, Les Sœurs d'Isis. Und 18. Mai ist die letzte Templerbastion gefallen, nur 2,5 Monate später, im gleichen Jahr 1291, 1. August, hat man die Schweiz gegründet, also die Zeit, um zurückzukommen in der Schweiz. Und dann sind sie alles Gold und Reichtümer aus Jerusalem und Ägypten, was sie da geholt haben, haben sie da in der Schweiz versteckt, da in der Innerschweiz, wo für ganz viele Grotten und Bergen und Wälder und Flüsse und Meere sehr gut zu verteidigen. Alles ist da, ne? Wo es auch die Familie von Reding gibt, mit zwei großen Obelisken vorm Haus, wahrscheinlich die älteste in der Schweiz. Da ist noch so ein Patrizierhaus und alles daneben. Die Hauptstraße in Hindelbank, dies ist aus 1780, da mit dem Reiter, das Pferd da drauf. Haben wir auch beim Schloss Spitz gesehen. Und das ist der Obelisk mit den vier Elementen: Wasser, Feuer, Luft und Erde. Sehr wichtig für den Pharaon. Und mit der Erddomination. Der ist ziemlich renoviert. Also, das ist die Familie Vici, die ganz Hindelbank regiert und sehr viel Macht hat hier. Sind wohl reine Pharaonen. Ja, jetzt sind wir hier beim Schloss Hindelbank. Jetzt ist ein Frauengefängnis. Das sind Frauen, die werden niemals mehr rauskommen. Da sehen wir das Dreieck mit einem Templerkreuzer drin, das Dreieck der Freimaurer. Und das ist auch eine Art von Sonnenhieroglyphe da auf diese Feulade. So vertikal. Ich hatte es noch nie gesehen in diesem Stil. Das ist ein bisschen ja, ein moderner Schlag. Moderne Touch dran gegeben in ein längst vergangenem Zeitalter. Naja, da gab es auch mal Leute, die modern sein wollten. Ne? Ja, da sieht man den Rest vom Gefängnis. Da ist das Tor. Ich gehe mal nicht näher dran, weil die beobachten uns sicher schon. Und in dieser Diktatur wird man also bald verhaftet und nehmen dir die den Film weg und so Sachen oder den Chip oder die Kassette dahinter. Man sieht es jetzt nicht, das ist dann der Rest vom Frauengefängnis. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Ja. Und nochmal, so wie man das beim Schloss Thorberg auch gesehen hat, es bringt sehr enorm viel Geld in die Kasse der Pharaonen, um ihre Schlösser für einen wahnsinnig hohen Preis da zu vermieten. Und es gehört. Ja, das ist
mehr Geld kostet eine Zelle als das beste Hotel. Ne? Ja. Obwohl die Lebensqualität ist ja nicht so hoch natürlich. Ja, so, Hindelbank. Frauengefängnis. Tja, das ist hier Judenfriedhof in Wangdorf in Bern. Da mit all diesen Buchstaben. Hier hat es ein ganzes Obeliskenwald wie in Ägypten. Anwalt, Nationalrat, auf Schlüsselposition natürlich. Vor wie in Ägypten hier. Das ist eine ganz interessante hier, eine ganz alte, das steht auch ganz schief mit alle so Symbole da drauf. Da, dahinter, überall. Da noch mehr. Da wie eine Freimaurerloge mit dem Dreieck der Freimaurer, mit Säule, mit dem Bündnis hier. Alles drauf und dran. Bloch. So wie in Blocher. Ne? Ist ja klar. Tja. Voll mit Obelisken hier. Da noch ein riesen Ding da. Überall wo man guckt, links rundum da. Überall. Da noch. Und da, ich glaube, das ist der größte, die hier steht. Das ist ein Riesending. Tja, und die Juden, die sagen uns, wir waren 430 Jahre Sklave, 430 Jahre lang Sklave bei diesen Pharaonen. In Ägypten, die haben unsere Kinder den Schädel reingeschlagen. Tja, also wieso setzt sie dann das Symbol des Feindes auf ihr Grab? Ja? Sie lügen. Hier ist es Beweis, dass Juden sind Pharaonen. Also nicht alle. Es ist sehr kompliziert. Es gibt pharaonische Juden und hebräische Juden. Die Hebräer waren eigentlich das erste Opfer von diesen Pharaonen. Und weil die Pharaonen sich immer unter sich vermischt haben, ist durch diesen Inzucht das Körper kaputt gegangen und braucht sich ein neues Körper. Die Kinder sind tot geboren worden, Spini Bifida, oft krumme Rücken, Plattfüße. Und dann haben sie das Volk der Hebräer genommen, 430 Jahre lang, Kinder den Schädel reingeschlagen, steht alles in der Bibel. Und Männer in der Sklaverei geführt und mit den Frauen haben sich vermischt. Und die Kinder, die aus dieser Vermischung rausgekommen sind, die in Anspruch gekommen sind, um das pharaonische Wissen aufzunehmen, die hat man eingeweiht in einen Freimaurertempel mit zwei Obelisken, also der Jachin und der Boas. Und so ist der pharaonische Geist gerettet worden und ist in den Körper eines anderen Volkes übergegangen. Nämlich diese Hebräer. Und nachher sind sie mit dem Gola oder Golut, das ist Hebräisch und heißt die Diaspora, über die ganze Welt gekommen. Also das heißt, es gibt die Hebräer, das war das erste Opfer von diesen Pharaonen. Und es gibt diese Pharaonen. Aber jetzt sind sie natürlich, sie sind schwarz, afrikanisch, Chineser, Moslems, sie können alles sein. Ja, wie eine kleine Pyramide noch da drauf. Sie können alles sein. Also das heißt, ich glaube, nicht alle Juden sind böse. Es gibt nur diese Pharaonen. Und da kann man das Wort Jude eigentlich vergessen. Braucht man nur zu sagen Pharaone. Und ja. Boah, wie das scheint in der Sonne. Hm? Ich meine, hier ist doch das Beweis. Wenn das keine Pharaonen sind, der Obelisk ist wohl das allerwichtigste Zeichen für diese Pharaonen. Die Freimaurer, die haben es natürlich auch übernommen. Das sind auch Pharaonen, die das Wissen der Pharaonen in sich tragen, wie eine Art von Universität, was sie wissen, wenn ein Volk auswandert, dann wird es sehr leicht die Wurzeln verlieren. Was man schon bei Türken jetzt sieht in der Schweiz oder in Deutschland. Die werden nicht mal als reine Türken akzeptiert in ihr eigenes Land, oder? Da, also es steht wirklich vollgepflanzt mit Obelisken hier. Ja. Das sind kein einfache Schäfer, so wie sie sich vortun, oder? Die plötzlich vom Schäfer plötzlich überall Obelisken pflanzen und so voll intelligent sind. Selten wird ein Bauer oder
ein Schäfer so massiv und so alle zusammen werden so intelligent und haben plötzlich so viel Macht. Das ist schlecht abzunehmen. Tja. So, nochmal die ganz große hier. Riesendinge. Kommt sich vor wie in Washington, D.C. So. Und aus dem Wort Gola oder Golut haben die Freimaurer den G als Geheimzeichen. Also, und der Obelisk ist auch ein Phallus-Symbol und damit das Symbol für ihre Kriegsführung. Das heißt, wir vermischen uns erst. Nach 5 Generationen sind wir nicht mehr zu erkennen. Und dann bekämpfen wir den Feind von innen hinaus wie ein Virus. Und wie der Obe tailliert ist da, das ist ein Symbol für die Beschneidung, weil Juden und Muslime, die haben das, und Afrikaner, ne? Schwarzen sind fast alle beschnitten. So wie die Amerikaner, 97% der Amerikaner sind beschnitten. Amerikaner. Das kommt alles von den Pharaonen, die Beschneidung. Für Frauen nennt man das auch die pharaonische Infibulation, Exzision auf Französisch. Dass man alles wegschneidet und so weiter. Und Amerika, das heißt A, ist das Wort für groß oder schwanger. Frau Schwanger ist ziemlich groß. Mer ist das Wort für Pyramide, so wie Mer oder Meru. Ri ist das Wort für die Sonne, so wie der Sonnengott Re oder Ra. Und die Sonne ist auch das Symbol für die Wiedergeburt, weil sie kommt jede 24 Stunden wieder. Und K ist die Seele, wenn man lebt. Stirbt man, dann wird das die Ba. Darum gibt es die Kaaba, dieser heilige Stein in Mekka, wo die Muslime rumdrehen. Weil die Seele ist ja am wichtigsten in einer Religion. Das Leben zählt nicht. Und wenn man noch Allah dran zufügt, kriegt man Kabbalah. Das ist kein Zufall. Und wenn man Amerika von rechts nach links liest, denk an die große Obelisk in Washington D.C., dann heißt es, die Wiedergeburt, die große Pyramide wird stattfinden, wo unsere Seele wohnen können. Und schau mal auf dem Dollar, da ist sie ja, die große Pyramide. Und schau mal, was sie abziehen, die scheiß Amis. Die haben auch den Zweiten Weltkrieg finanziert, wissen wir jetzt. Und die Pharaonen waren so euphorisch und froh, als sie die neue Welt erobert hatten. Die haben alles mit K genannt, also da, wo unsere Seele wohnen können. Kalifornien, Alaska, Kanada. North Carolina, South Carolina, Kansas, Chicago, Jamaika. Hier gab es schon Kasachstan, Kamerun, Afrika. Ri für Sonne in Afrika und der K. Kanarische Insel, Korsika. Sie regieren hier und sie haben massiv viel Beweise hinterlassen, so wie das hier. Ja, noch sehr interessant fällt mich auf, dass mit dem Steinchen hinlegen, was wir überall sehen, so in alle Filme, so wie Schindlers Liste und so weiter, sieht man nur auf diese anderen Grabsteine. Da, die Obelisken haben es nicht. Man könnte sagen, es gibt ja keinen Platz oben beim Obelisk, aber nebenan, so wie hier zum Beispiel da, bei dem kleinen Obelisk, der auch neuer ist, gibt es schon Platz. Also das heißt schon, irgendwie, es gibt zwei Arten von Gebräuche. Und es könnte sein, dass das die Hebräer sind, da mit dem Steinchen. Und die andere da, das sind die Pharaonen. Und ja, sie haben auch mäßig Probleme unter sich in Israel, ne? Also es ist es Überlegen wert, das hier, was ich da feststelle. Ich schaue nochmal, ob ich einen Obelisk finde mit Steinchen nebendran, wo dann Rand ist. Ja, gut. Naja, hier hat es sehr, das ist ein neuerer Teil. Ne? Schau mal, das Datum da, 84 und so. Hier hat es sehr viele Steinchen. Aber das heißt natürlich auch, diese Menschen leben noch. Und da, wo all die Obelisken stehen, ist das ältere Teil. Und ja, da lebt ja niemand mehr, da kommt niemand mehr wahrscheinlich. Ja, das ist auch ein Argument, was man im Auge halten muss. Da, das Bündnis da, Louis Vogt. Das Bündnis, die Erddomination, Freimaurer. Und dies ist noch etwas neuer, ne? Tja, also hier da, 1938.
Da der Freimaurer, ich weiß nicht welche Datum da, 1936. Keine Steinchen, aber das heißt, ja, es ist zu lange her. Die Kinder sind auch schon gestorben und die Enkelkinder ist es ziemlich egal. Also, dass die Steinchen nicht bei den Obelisken liegen, hängt wohl damit zusammen, dass sie älter gebaut wurden, vor längerer Zeit gebaut worden sind. Okay, nach dem Pharaonenfriedhof in Wankdorf in Bern mit all den Obelisken sind wir noch immer in Bern bei der Kornhausbrücke. Von Napoleon gebaut worden, der liebte Ägypten und hat 20 Jahre in Bern regiert. Da kommen auch die Bernburger, kommen daher. Vier riesen Obelisken da drauf mit dem Dreieck der Freimaurer, das Bündnis, alles. Neben da an sind da Häuser mit die Sonne-Hieroglyphe da. Noch immer das gleiche Haus neben der Kornhausbrücke, überall die Sonne-Hieroglyphe. Die wohnen neben da an. Ne? Diese Pharaonen. Tja. Und sogar noch den Kelch, der heilige Gral oben drauf, das mit der Knospe. Das heißt, unser Saat ist hier. Ja, und da ist dann nochmal der Obelisk, da hinter dem Baum. Ja, nichts mehr zu sehen so. Gut. Und hier nochmal beim Haus ist da ein Brunnen mit dem Dreieck der Freimaurer. Okay, und da ist nochmal das Haus hier mit dem Obelisk. Alles drauf und dran. Tja. Ja, noch immer die Kornhausbrücke. Da haben wir da die, das Dreieck der Freimaurer hier. Mit dem Kelch und alles. Jetzt hat man da ein Gitter gebaut. Da hier über ein Gitter, dass man nicht abspringen kann. Da ist noch eine Kirche, auch in der Aare, voll mit Obelisken da. Und ja, hier war ich dann da unter, als in 2007 ein Typ da, genau auf diese Seite da, von der Brücke gesprungen ist und fast auf ein Kind. Und an diesem Tag traf ich auch Doris Leuthard. Tja, noch immer die Kornhausbrücke. Ja, sie reden darüber, dass ein Sturmgewehr so gefährlich ist und es wird völlig ausgenutzt, politisch gesehen, und mit einem Kinderwagen, gepostet mit einem Kinderwagen im Sturmgewehr. Aber wenn jemand auf die Brücke springt, fast auf ein Kind, dann sind Drittpersonen viel mehr gefährdet, als wenn ein Typ das ruhig zu Hause da sein herbeigesehntes Ende erledigt. Da sehen Sie das Gitter. Endlich haben sie es gemacht, wahrscheinlich, weil ich darüber geschrieben habe. Und die Leuthard saß genau da, wo die Sonne-Hieroglyphe ist. Das habe ich viel später gesehen. Restaurant Altenberg. Jetzt ist es ein türkischer Kebabladen. Von Drogengeld finanziert worden, was sie da noch immer wäschen natürlich. Da saß sie dann mit dem Typ von Mossad. Wahrscheinlich. Ja, sah aus wie ein Gangster mit vielen Haaren auf dem Brust. Und der Doris Leuthard hat gesagt, ich habe sie gesagt, ich bin auf sie zugegangen, ich habe gesagt, sind Sie Frau Bundesrätin? Ja, ja, hat sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, dass Ihre Untertanen von der Brücke springen? Und sie ist ganz kalt geworden. Und hat sie gesagt, oh, das ist nicht meine Arbeit, das geht mich nichts an. Tja, so ist das. Und der Typ hat versucht, mich wegzujagen, zu intimidieren und so, auf Mafia-Art, dass all seine Haare kam aus dem Brust raus, es sah wirklich aus wie ein Zuhalter. Ja, noch immer die Kornhausbrücke. Vier riesen Obelisken von Napoleon gebaut worden. Dahinter ist auch die Freimaurerloge. Da hat es noch zwei. Und hier nebenan ist dann das Safe House von Mossad. Mit Kamera und alles zu überwachen, der schwenkt auch aus und so. Von amerikanischen Juden geführt. Bekanntes Zeichen. Und hierher kam der Typ dann wohl. Pharaonen haben sehr oft viele Haare auf dem Brust.
Und hierher kam dann wahrscheinlich dieser Typ, der da inkognito mit dem Doris Lloyd hat saß. Tja, ist toll, ne? Das Safe House von Mossad. Hier ein Obelisk am Altenberg an der Aare, wenn wir rechts von Kornhausbrücke Richtung Bärengraben laufen. Hier in Pharaonenbasis Schweiz. Es sind ja kein Europäer, die Schweizer, das wissen wir ja. Das ist eine Knospe. Das heißt, unsere Saat ist hier, unsere Nachkommen sind hier und wir regieren hier und Haus nebenan kannst du anklopfen, ja, und so weiter. Oder ein Penis, ein Phallus mit einem Sperma drauf, das Symbol für ihre Kriegsführung. Ja, die Schweizer haben, die Schweizer Söldner, die haben ganz Europa terrorisiert. Über 100.000 Schweizer Söldner, die haben in Deutschland während dem 30-jährigen Krieg mehr als 1 Million Deutsche umgebracht, gemordet, geplündert, vergewaltigt und alles haben sie hier in der Schweiz geschleppt. Und ab dem 1. August müssen sie dann zurückkommen, weil jeder war ein Bauer damals. Und ja, dann fing die Ernte an und dann sind sie zurückgekommen, voll beladen, ihre Pferde und Esel voll beladen mit Raubgut aus Deutschland und Frankreich. Dann haben sie einmal in die Luft geschossen mit dem Musket und dann sind sie runtergeströmt von den, aus den Bergen und haben den Mord an den Europäern und ihre Kinder gefeiert. Und das machen sie heutzutage noch mit viel Feuerwerk und sie wissen es. Ja, und dann später dann hat der Schweizer Söldner sein Musket geputzt und eingeschmiert mit Schweinefett im Schrank gestellt. Und nachher am 1. Oktober, ungefähr nach dem Oktoberfeste, nach der Ernte, weil jeder musste damals mithelfen, natürlich, es gab keine Traktoren, sind sie wieder losgezogen in den nächsten Reislauf, um Europa zu terrorisieren. Und darum hat der Schweizer also Mann hat noch immer sein Sturmgewehr zu Hause im, im Schrank. Das ist eine reine Söldner-Tradition. Und jetzt machen sie natürlich Europa weiter zerstören mit den Banken, die ziehen sehr reiche Menschen an und dadurch werden keine Steuern mehr bezahlt in Deutschland oder in Frankreich. Und alles kommt auf dem Rücken der Ärmen und Arm wird immer ärmer und Reich wird immer reicher. Ja, das machen die Schweizer. Und erst jetzt kommt es auch auf sie zurück, die Retourkutsche. Da wird große Armut kommen hier. Das ist hier Bärengraben, so eine Art vom Schloss hier. Da ist der Bär, der tanzt, aber das ist nicht wichtig. Das Volk, die Masse, die guckt da. Aber das ist nicht wichtig. Was wichtig ist, ist hier. Da ist der Obelisk beim Bärengraben, auf Schlüsselposition natürlich wieder. Mit der Erddomination obendrauf. Und das Bündnis, da diese Tücher. Und das ist die Sonne Hieroglypha. So wie immer und überall. Templer Nation, Schweiz. Okay, wir sind hier in der Gerechtigkeitsgasse. Das ist Frau Justitia aus Rom. Ja, mit dem Wagen und alles. Aber sie kommt eigentlich aus Griechenland und hieß Themis. Aber eigentlich kam sie aus Ägypten und hieß Ma'at. Und da kommt das Wort Magistrat, kommt daher. Ne? Die Bellier, bei denen ich wohne, die haben das mehrmals zerstört. Es ist auch nicht mehr die echte. Und hier ist ein Schild, worauf da steht, wahrscheinlich nach mutwilliger Zerstörung durch Kopie ersetzt 1988. Die haben es ein paar Mal, haben sie mit dem Traktor, haben sie es umgefahren und am letzten Mal 1993, 7. Januar, ist der junge Andreas Bade dabei ums Leben gekommen aus meinem Dorf Saint-Brie in den Freibergen. Gerechtigkeitsgasse in Freimaurer. Ja, das nochmal Ma'at in die Gerechtigkeitsgasse. Und hier große Pharaonenpräsenz hier. Die Sonne Hieroglyph auf der Tür. Und hier am Geschäft. Das heißt, wenn ihr auch Pharaone sind, kauft eure Sachen hier. Hier auch in die Gerechtigkeitsgasse nochmal ein Obelisk mit dem Bündnis und der Kelch. Und da ist das Rathaus mit Isis mehrmals abgebildet. Das
Rathaus in Bern. Obelisken überall auf diese Kirche. Und hier gegenüber im Freimaurerquartier ein Sonnenhieroglyphe vertikal. Ganz altes Holz, das heißt, kauf eure Sachen hier. Ja, jetzt einzoomen. Brunngasse, da wohnte der Blocher, als er Bundesrat war. Genau hier gegenüber wohnte der Blocher, Obelisk, mit Sonnenhieroglyphe und Knospe, ein sehr alter. Und gerade nebenan die große Freimaurerloge hier in Bern. Wir haben ihm auch die Wohnung vermittelt, wir haben ihn überwacht, ist die ganze Zeit rein und raus gelaufen. Bei denen. Hat mehr Zeit da verbracht als im Bundeshaus. Da Haus der Union, zwischen Blocher und die Loge drin. Das Templerkreuz, hier haben sie oft, ist er oft essen gegangen. Aha, den kennen wir auch. Hey. Und der letzte Kreuzzug war in 1291 und Akkon, die letzte Bastion der Templer, ist am 18. Mai gefallen. Nur 2,5 Monate später, also die Zeit, um zurückzukommen, hat man am 1. August 1291 die Schweiz gegründet und all dem Raubgut, Gold und alles Schätze aus Jerusalem hat man gerade in die Schweiz gebracht. Ja, und dann schwenken wir und dann sehen wir wieder das da. Ja. Genau, zwischen darin. Ja. Und darum haben die Templer, woraus die Freimaurer kommen, die haben das Teil hier in Europa Suisse genannt. Was sie hauptsächlich Französisch gesprochen haben, das war so Englisch wie Englisch jetzt. Und Suisse ist eine Abkürzung für Suisse, Sir Isis, Les Sœurs d'Isis. Und die Alemannen haben das dann Suisse genannt, Suisse, Schwester Isis, die Schwester der Isis. Und nachher ist es Schwyz geworden, weil auf Altdeutsch schreibt man die S und die Z ähnlich. Und auf der Münze in der Schweiz 10, 12, 20 Rappen und so sieht man überall die Isis da drauf. Noch ein Restaurant gegenüber von dieser Loge, Zimmermania, ja, Bauern, Maurer. Und da oben ist eine Art von Sonnenhieroglyphe. Friedensnobelpreis. Tja. Ab und zu machen sie etwas Gutes für die Namen. Man nennt es Hearts and Minds. Die amerikanische Armee macht das auch in Irak. Die klauen alles Öl. Aber sie geben ein paar Kindern eine Spritze und tun Zahnbehandlung nachmachen und dann denkt das Volk, okay, sie sind noch nicht so böse. Ja, das ist dann die Berner Loge von der anderen Seite. Brauchst nichts mehr zu sagen, oder? So. Ja, nochmal die Kornhausbrücke von Napoleon. Und da Dreieck der Freimaurer. Und hier auf dem Kornhausplatz. Dreieck der Freimaurer und das alles in der Auge werfen Dollar. Ja, gerade hinter dem Kornhausplatz. Obelisken überall. Da auch, neben der Anna auch. Und da ist überall die Isis. Und die Sonnenhieroglyphe. Überall. Natürlich wieder Behörden da. Ein Behördenpost. In Bern. Verwaltungsgebäude, Predigergasse, Stadt Bern. Sonnenhieroglyphe, die Isis. Die Sonnenhieroglyphe unter Obelisk auf dem Waisenhausplatz mit Würdnis und Erddomination neben dem Käfigturm. Waisenhausplatz in Bern. Waisenhausplatz, Dreieck der Freimaurer und Polizeihauptkommissariat in der Hauptstadt der Schweiz in Bern. Mit da oben da drauf, Dreieck der Freimaurer und das allsehende Auge auf dem Dollar, sogar in Blau. Also wer regiert hier, die Schweizer? Nee. Ja, sogar in Blau, ne? Und Blau ist Lapis Lazuli.
Und blau und gold sind die Farben der pharaonischen Königswürde, sowie die Maske von Tutanchamun. Man sieht auch da die Weltdomination da drin. Und da ist das Bündnis. Tja, also hier regieren die Schweizer auf keinen Fall. Das ist klar jetzt. Ja, hier haben wir nochmal die Isis, dreimal Rad. Und gegenüber ist Foltergefängnis, Amthaus. Wir sehen da diese Dreiecke da von den Freimauern. Obelisken, zweimal die Jachim und die Boas. Das Dreieck der Freimaurer und zweimal die Isis. Also hier werden Menschen zu Tode gefoltert mit O2T. Schon ganz viele Menschen sind hier umgebracht worden. Und ja, durch Sauerstoffmangel. Die O2 ist Sauerstoff und der T ist Tortur. Da überall die Sonne-Hieroglyphe, da viereckig. Und da ist es rund. Da wo es rund ist, ist auch eine runde Bogen. Und da wo es viereckig ist, ist eine Dreieck da oben. Da mehrmals Amtshaus da drauf, wie ein Tempel da mit dieser Säule. Da oben steht nochmal Amthaus. Und durch den Sauerstoffmangel in den Zellen entsteht eine Hypoxie. Das ist ein Sauerstoffmangel in den Geweben. Und dadurch wiederum entsteht eine Glykolyse. Das heißt, der Körper, der Organismus muss etwas zu verbrennen haben. Und weil da nicht genügend Sauerstoff ist zu verbrennen, fängt der Organismus an, spontan die eigene Zucker zu verbrennen und entstehen Milchsäure. Und dadurch entsteht eine Laktatazidose, der tödlich ist. Und ist in Guantanamo, diese armen Typen da in diesem orange Kleider, die werden auch vor der Kamera gefoltert. Und das ist auch der Grund dafür, dass sie diese Maske vor der Nase haben. Die werden niemals genügend Sauerstoff aufnehmen, um ihr Blut damit zu versorgen. Und die CIA, die sagt, es ist so praktisch und so toll, weil wir können es überall im Felde zupassen mit einer Plastiktüte, mit dem Waterboarding. Ja, der Typ kommt aus dem Wasser, macht, der wird niemals genügend Sauerstoff aufnehmen, um sein Blut damit zu versorgen. Und diese Art von Folter geht direkt auf den Kopf und er ist keine Angst für eine Herzattacke oder so etwas. Oder man nimmt ja. Da ist nochmal die Isis von Ägypten und der Obelisk von Amthaus, wo mit Sauerstoff und Mangel von Sauerstoff gefoltert wird, ist nicht genügend Luft da drin. Der Macher vom Film ist da auch schwer gefoltert worden. Ja. O2T, Sauerstoffmangel. Die CIA findet es auch so praktisch mit ein bisschen Klebeband, Plastiktüte oder Waterboarding, ein Eimer mit Wasser, kann man es locker zupassen überall. Also hier in Bern. Also. Heilige Geistkirche gegenüber vom Bahnhof in Bern, Dreieck der Freimaurer und vier riesen Obelisken da drauf. Da noch einer auf jeder Ecke und hier mit alles okkulte Zeichen. Das machen nur Obelisk auf eine Kirche, das kommt von dem Priester von Amun und unser Wort Amen kommt daher. In diesem Land des Hasses, wo die Malleus Maleficarum, der Hexenhammer, das Handbuch war, um die Hexen zu verbrennen. Und das war ein Schweizer Buch von zwei Schweizer, Heinrich Kramer und Jakobus Sprenger. Von zwei Schweizer ist es gemacht worden. Und nochmal ein übles Zeichen in Pharaonenland Schweiz. Das ist also in der Auge, in ein Dreieck. Hier bei der Kirchfeldbrücke. Ein großer Pharaonentempel in Bern mit Obelisken neben da an. Nochmal die Pharaonentempel in Pharaonenstadt Schweiz, die ganz Europa terrorisiert und kaputt gemacht haben. Das Bündnis. Das ist also in der Auge werfen Dollar, in Gold, Dreieck der Freimaurer, Obelisken nehmen da an, mit das Bündnis und Erbdomination, der Brunnen, der Ibisvogel von den Pharaonen. Und da nehmen da an ist die Botschaft vom Vatikan. Nochmal die Pharaonentempel, das kommt hier aus Schloss Hindelbank, steht da drauf.
Ja, das sind auch die gleichen, das wissen wir. Da ist die Botschaft vom Vatikan mit 4 Obelisken vor der Tür, zweimal Joachim und zweimal Boas, die Priester von Amur. Da bei der Botschaft vom Vatikan, das Zeichen vom Vatikan. Sogar eine Art vom Schweizer Kreuz da drin, fast. Tja, ein kleines Schloss. Die Priester von Amun, die 15 Millionen Menschen da getötet haben, Frauen verbrennt haben und unsere Kinder ficken, da die Schwule. Der Teufel wohnt hier. Also hier in der Templerkapelle in Spiez sieht man da oben das allsehende Auge werfen Dollar, sogar in der Dreieck. Das Auge vom Horus. Ach Scheiße, jetzt kommen sie. Da ist der Skull and Bones, da der Totenkopf von den Templern. Und hier kommen dann auch die Freimaurer in August. Treffen sie sich hier auf den Feiertagen, Geburtstagen von Osiris und andere. Wir sehen auch da oben das Templerzeichen da. Was man auch auf dem alle Panzer sieht. Und da hinter dieser Tür, da machen sie ihre schwarze Messe, diese Templer. Und wahrscheinlich Kinderopfer, die hier verschwinden und so weiter. Da sieht man nochmals das Templerzeichen hier. Und hier nochmal auf dem Boden. Da ist es nochmal. So. Hier ist es nicht zugänglich für das Publikum hier. Hier in Spiez. Da schauen wir noch, sehen wir noch mal da der Totenkopf, Skull and Bones. Naja, das ist ja grausam. Da noch immer in der Kapelle in Spiez nochmal das Templerzeichen. Und auf der anderen Seite nochmal das Templerzeichen. Und das ist da die Familie von Grafen Ried, glaube ich, was da. Ich sehe es jetzt nicht mehr. Okay, das Templerzeichen. Und da war das Orgel da oben, da mit dem Allsend. Wir sehen hier auch diese typische runde Form von einer Templerkapelle. Die sind immer so klein und rund. Und der letzte Kreuzzug war auch in 1291, als die Schweiz gegründet worden ist. Die letzte Schlacht war die Schlacht von Akkon, 18. Mai 1291. Die letzte Templerbastion. Und nur 12,5 Monate später haben sie die Schweiz gegründet. Die Zeit, um zurückzukommen. Wo sie alle ihr Gold aus Jerusalem haben sie hier in der Schweiz versteckt. Und darum haben sie auch die Schweiz Suisse genannt. Suisse, Sœur Isis, les Sœurs d'Isis. Und es ist dann auf Deutsch Suisse, Suisse, Schwester Isis, die Schwester der Isis geworden. Die Schweiz, mit der man ganz Europa kaputt gemacht hat. Da draußen, hier ist auch die typische runde Form einer Templerkapelle. Das ist die Hinterseite. Und da die Vorderseite. Typische Templerkapelle. So, das ist der Eingang von der Templerkapelle hier in Spiez. Und auf die andere Seite ist das Schloss. Mit da oben neben dem Pferd nochmal das Templer. Den Templer-V. So wie der Vivo Victory von Churchill. Das war kein Zufall, dass er das so machte. Und da ist es nochmal im Wappen im gleichen Schloss. Dann nochmal ganz klein. Da das der Templer-V oder der Spitz. Ganz klein gemacht, wie ein kleines Wappen. So wichtig ist es sie. Und hier im Wappen ist es nochmal da. Ja, und hier im Wappen, da sieht man das Gesicht. Da. Ganz komisch hinter dem Helm. Das Visier vom Helm. Ja, hier bei dem Ausgang sieht man noch die Abis-Hieroglyphe. Könnte es sein, aber es ist natürlich dieses Templer, der umgekehrte V. Und da irgendwie noch so ein faster Winkel und der Zirkel, so Geheimzeichen und die Tür gekratzt. Und wenn man rauskommt, dann sieht man da nochmal das Zeichen mit dem Templerkreuz drin. Und da. Typische Templerkreuz.
mit einer W, so wie W, W, W. Naja. Und das Tempelkreuz ist eine ausgeklappte Pyramide, in zweidimensional. Es kommt alles von den Pharaonen. Da steht es hier, Schloss Spies um den Jahrtausend, das ist die Zeit der Kreuzzüge, die Zeit der Templer, der Familie von Strattlingen, von Bubenberg, von Erlach, auch mit dem Zeichen da von Erlach. Von Bubenberg hat auch ein bekanntes Zeichen da drin, ein Davidstern. Tja, Schloss und Tempelkapelle in Spiez, wo sich noch die Freimaurer treffen. Ja, hier passieren, hier werden ganz große Verbrechen, haben hier stattgefunden und werden auch noch geplant im Sinne der Weltdomination. Ja, bei der Eingang oder Ausgang, hier sieht man auch das Zeichen. Leider kann ich es jetzt, sie sind da am Bauen, renovieren. Aber da unten, ja, ist fast gleich wie beim Ausgang, sieht man da das Tempelkreuz. Da ist ein Obelisk, das Symbol für die pharaonische Domination. Mit die vier Bälle da unten, die vier Elemente Luft, Erde, Wasser und Feuer. Das Wasser, da Brünneli steht für die Göttin Isis und Obelisk für den Gott Osiris. Und da haben wir den heiligen Kelch oder den heiligen Gral. Das heißt, unser Blut ist hier und wir sind auch hier. Man sieht auch wieder das Templer, den Templer-V, die Templerspitze darauf und das Bündnis, das da so. Das Tuch, ja, binden, eine Verbindung. Das ist alles kein Zufall. Das sind alles Geheimzeichen, um zu zeigen, wir sind hier und wir organisieren uns gegen die Europäer. Von innen hinaus wie ein Virus. Nochmals der Eingang da und da oben ist eine Windfahne. Auch mit dem bekannten Zeichen da. So. Man hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, eine, der ich eingeweiht habe. Ja, das hier sind wir in Thun, eine Bank mit überall die Sonne-Hieroglyphen, natürlich eine Bank, Schlüsselposition. Und da, da haben wir die Isis. Der Krug ist kein Schweizer Krug, das ist wie eine Kanope, sehr gut. Das Kleid ist sehr ägyptisch und sie steht auf einem Ball. Das Symbol für die Erddomination. Und eine Schweizerin, ein Bäuerin würde einfach den Milchkanne unter dem Arm nehmen und fertig, wir erledigen das. Und da bei der Buchhandlung Thalia ist der Dreieck der Freimaurer, ist wie ein Tempel mit den Säulen. Und das halb geöffnete runde Teil da oben, was auch ein Tempel von Salomon war. Jetzt stehen wir hier in Thun da vorne. Ja, da in ihrem Pharaonenkleid, Pharaonengewand. Die sieht aus wie der Kalmiré-Schnitt oder der Kleopatra-Schnitt. Das Gesicht ist auch nicht schweizerisch, voll pharaonisch. Und dann noch das Dreieck hier. Ja, das Haus nebendran ist auch ziemlich verdächtig. Hier in Thun, zwei Obelisken auf der Brücke, hier beim Bahnhof in Pharaonenstadt, Schweiz. Und hier noch einer. Ein Riesending. Der Joachim und der Boas. Hier sind wir im Schloss Jegenstorf. Hier hatte der General Guisan sein Hauptquartier, unter anderem. Schloss Jegenstorf mit da oben der Gral oder der Kelch mit Knospe da drauf. Unser Saat ist hier. In Jegenstorf noch immer, das ist die Isis. Schau mal die Brüste da. Hallo Isis. Und auf die andere Seite ist das Schloss mit dem Gral oben drauf, nochmal mit Knospe. Und da ist das Templerkreuz, sowie und den Templerzeichen mitten drin, sowie in Schloss Spiez. Und da unten ist natürlich das Templerkreuz. Eine plattgefaltene Pyramide. Und da, so wie in Spiez. Und da haben wahrscheinlich die Freimaurer gerade ein Zusammentreffen hier. Isis ist am Baden da.
Ja. Und hier beim Schloss Jegenstorf noch immer eine Art vom Davidstern. Und ich habe das mal mehrmals gesehen und da haben wir den Totenkopf Freimaurersymbol. Und dann so eine Art vom Adler da. Ist irgendwie noch sogar zwei Totenköpfe da drin. Ich weiß es nicht, ganz komisch. Und das sind die Nasenlöcher. Tja. Heute ist irgendwelches Treffen, findet hier Platz auch. Leute aus ganz Europa. Sehr komisch. Noch immer in Jegenstorf an der Hauptstraße, Obelisk mit Brunnen. Und die Erddomination. Und noch ein komisches Zeichen da dahinter. Jegenstorf. Noch immer in Jegenstorf gegenüber der Gemeinde. Sehen wir da die komischen Zeichen wie auf der Heilige Geistkirche in Bern. Da ist die Sonne-Hieroglyphe. Da vertikal auch nochmal die Sonne-Hieroglyphe in einer ganz bestimmten Form. Noch nie gesehen so. Oh, sieht aus wie ein Tempel. Ne? Da auch da. Warum? So viel Aufwand, um das hier zu machen, da das Tempel zeigt. Ne? Tja. Das hier ist Amthaus Freibrunn oder Schloss Freibrunn. Dafür, dass es ein sogenannt friedliches Land sein sollte, gibt es schon sehr viele Schlösser als gegenübergesetzte Indizien dafür, dass es wohl nicht so friedlich hier ist oder war. Und natürlich der Obelisk mit Knospe und die vier Elemente und Brünneli mit dem Teufel. Ja, und natürlich gibt es nebendran auch wieder ein Gefängnis, so wie das sehr viel Geld aufbringt für die Adlige. Ja. Und da in dieser Zelle saß der Macher vom Film auch da in 2004. Als Dank dafür, dass er sich immer ferngehalten hat von Kriminalität und kriminelle Leute, aber das ist ja die neue Weltordnung. Wir wollen so viel wie möglich vom Gefängnis wollen sie bauen und so viel wie möglich Menschen da drin stecken. Die Knospe fehlt auch nicht natürlich. Und hier wohnt auch der Adolf Ogi in Frau Brunnen. Ich habe ihn mal besucht. Das ist überhaupt nicht so ein netter Mann, wie er präsentiert wird. Seine Frau auch nicht. Hinter Gittern haben sie sich versteckt. Und ich habe ihm sagen wollen, dass es Menschenrechte, dass hier gefoltert wird und so weiter. Das interessiert mich nicht. Da hat alle Hilfe von den Medien, um sich so schön und so nett zu präsentieren mit seinem bezauberndes Pharaonenlächeln. Und der Adolf Ogi und seine Frau haben die Augen sehr nah zueinander, so wie der George Bush, der Polanski, der Prinz Charles. Die haben sehr oft die Augen sehr nah zueinander. Tja. Amthaus. Natürlich ist es auch wieder vom Schloss haben sie ein Amthaus gemacht. Früher war es die Adligen, so die die Macht haben. Jetzt haben sie noch immer, aber sie nennen es Amthaus. Und gerade noch ein Gefängnis neben dran. The Dungeon auf Englisch, der Kerker. Der ist auch immer da gewesen bei den Adligen, ne? Tja. Ich würde sie nie vergeben, dass sie mir hier in alle möglichen vom Gefängnisse da geschleppt haben. Nur wegen Politik und weil ich eine halbe Seite in der Basler Zeitung mal geschrieben habe, darum geht es, um mein Kind wegzunehmen. 13 Jahre Terror. Ja. Okay, noch einmal das Schloss hier. Der Sitz vom Adolf Ogi. Hier in Schloss Greyert. Da sieht man wieder das Templerzeichen mit dem Mond und die Sterne und das Wasser. Und da der Schrank, der sieht aus wie Freimaurertempel da drunter.
das Dreieck und so irgendwie oben aufgemacht. Das gab es auch in den Tempel von Salomon anscheinend. Sehr komisch. Da, der alte Pharaone. Dreiecke und Kreise. Ne? Schloss Gruyère. Oh, schau mal die saubere Schweiz. Oh je. Schau mal. Wir haben dann die Burgherren. Da haben sie mit dem Prima Noctis, dem Erstrecht, haben sie den ganzen Bauernbevölkerung, damals haben sie alle durchgevögelt. Beim ersten Tag der Heirat. Das Erstrecht. Überall ist das Gehen von diesen Pharaonen. In der Schweiz vor allem. Ne? Das Tempelzeichen auf einem Schrank. Also hier treffen sie sich dann noch, die Pharaonen von heute. Ganz sicher, diese Freimaurer. Machen sie ein schönes Feuer. Tja, auf diesem abscheulichen Bild und die Schwester der Isis, da die Vermischung tun sie hier festlegen und da mit dem Baby, die Sonne, Isis. Das sind ja Sonnenanbeter, ne? Das ist die Vermischung mit der Lokalbevölkerung. Ein abscheuliches Bild hier. Sir Isis. Ah. Hier in Schloss. Und das ist der Teufel. Auf der einen Seite lässt er die Isis. Und das ist der Teufel hier. Mit all diesen Männern da mit dem Schwert, die tot gebracht haben. Das Sinnebild für die Männer auch. Fürchterlich. All die Ketten. Fürchterlich. Kriege und Vermischen. Art von Templerkapelle hier. Dreieck der Freimaurer. Mit Obelisken alles drauf, überall. Shit. Auch hier in Gruyère. In einem Tempel, ne? Noch mehr Obelisken, ganz klein. Mit dieser Säule, das Bündnis, das ist die Isis mit dem Baby. Hier in Zollikofen, Freimaurerloge Lennefseur, die die Revolution gemacht haben. Mit einer riesen Antenne da drauf. Ja. Die kümmern sich wohl keinen Dreck da darum, dass Kinder nebenan nicht mehr schlafen können da und krank werden. Und es ist der gleiche Baustil, das werde ich nachher zeigen, wie die Mormonenkirche ebenfalls in Zollikofen. Aber die Namen haben sie weggeholt nach meinem Brief. Lennefseur. Mann, die Namen haben sie weggeholt. Hier war da der Richter Vicari aus Moseedorf. War hier da. Wir haben fotografiert, als er hier drin ging. Ja, hier stand noch Lennefseur, das haben sie weggeholt. Oh je. Dann hat mein Brief etwas bewirkt, ne? Ja, und es ist dann auch Lennefseur, die die Revolution in Frankreich gemacht haben. Und also das Beweis dieser Antenne ist, dass die kümmern sich kein Dreck um unsere Gesundheit. Da, wo die Macht ist, steht noch eine Antenne. Und schauen wir das hässliche Gebäude da. Oh, der Tempel. Das ist die Mormonenkirche hier in Zollikofen. Und es hat irgendwie die gleiche Baustil wie
gleiche Baustil da wie der Freimaurertempel, hier auch ebenfalls in Zollikofen. Sehr ähnlicher Baustil. So, hier sind wir im Kannefeldpark in Basel. Ein kleiner Tempel haben sie hier gesetzt mit zwei Säulen. Und da oben da drauf die Sonne Hieroglyphe oder Ma'at mit den zwei Flügeln, wo das Wort Magistrat herkommt. Alles Pharaonensache mit die Sonne in der Mitte. Das ist Ma'at da oben. Hier. Also hier noch immer im Kannenfeldpark hier in Basel ist noch ein Obelisk in diesem Pharaonenland Schweiz. Überall Obelisken. Da ist die Post hier in Basel, in der Falknerstraße. Und das komische Gebäude hier, hier sieht man deutlich die Winkel und der Zirkel da. Hier in Muttenz gibt es sehr viele Obelisken, da mit Erddomination. Sehr deutlich sichtbar. Und für die Isis gibt es einen Brunnen und ein Wasserbecken. Hier bei der Anwalt, der Herr Adolf. Shit. Und die ganze Straße ist voll mit diesen Obelisken hier, den einen nach dem anderen, mit Knospe darauf. Da mit Brunnen und wahrscheinlich der Schloss da ist auch voll damit. Und tja, nochmals der Herr Anwalt. Allenstraße und der Ecke Usserhofgraben. In Hallau. Und was sehen wir da? Ganz nur in einem modernen Stil ist das die Sonne Hieroglyphe. Also das heißt, hier wohnen Pharaonen, moderne Pharaonen. Und bei dem nächsten Krieg heißt das, zerstöre das Haus nicht, wir gehören dazu. Und töte diese Leute nicht. Und wir machen sie fertig, die Europäer, von innen hinaus, wie ein Virus. Also es wird noch gemacht, heutzutage, also. Okay, so machen sie das. Da wohnen Pharaonen. Okay, und tschüss. Ja, dann ist hier in Hallau nochmal sehr deutlich die Sonne-Hieroglyphe zu sehen. Ich bin hier mal drei, vielleicht fünfmal vorbeigelaufen, ich habe noch nichts gesehen. So einfach läuft man daran vorbei, da. Das ist die Sonne-Hieroglyphe, 1893. Dann haben sie das noch sehr viel gemacht. Und da oben ist natürlich die Erddomination. Die wollen die ganze Erde regieren und tun sie auch. Fast wie ein Obelisk ein bisschen, aber nicht ganz. Das hat noch gerade gefehlt. Ja, aber da ist dann die Sonne-Hieroglyphe, das weibliche Element nochmal. Die Sonne. Obwohl in der meisten Sprache ist es der, Le Soleil. Und tschüss. Ja, jetzt bin ich hier in Neuhausen bei den Trübol-Gebäuden von Thomas Minder. Der Emiram hat mir gerade die Adresse gegeben. Und was sehe ich? Es sind wieder alles die gleiche. Schau mal, da haben wir die Sonne-Hieroglyphe. Und der Dreieck überall. Das sind Freimaurergebäude, ein Pharaonengebäude. Und da haben wir Tribol. Diese schlaue Typen, die haben, und da auch Dreieck und die Sonne-Hieroglyphe, sogar im Holz geritzt. Wie ein Tempel, schau mal mit dieser Säule da. Wie ein Tempel. Ja, diese schlauen Typen, die haben einfach eine neue Strategie, die etwa 4, 5, 6 Schritte voraus aktiv wird. Das kannst du rechnen. Oder dass niemand anders auf diese Abzocker-Initiative kommt und etwas macht. Wenn ich mich den Typ ansehe, dann bin ich mir sicher, dass es auch so eine ist. Okay. Und tschüss.
Tja, da war ich dabei, der Tribol und dieser Thomas Minder. Da gucken wir nochmal, steht oft in der Zeitung auf dem Moment, da Tribol. Ja. So. Es ist ganz einfach. Sie wissen, es ist ein Bedürfnis beim Volk, dass irgendjemand etwas tut. Und bevor jemand irgendetwas anderes etwas tut, dann setzen diese Pharaone und Freimaurer sich eine Bewegung schon am Kopf, damit schließlich nichts passiert. Das ist das ganze System. Und das ist das, was hinter den Thomas Minder steckt. An seinem Gesicht, außerhalb ein bisschen seiner Nase, ist nicht zu sehen, dass er ein Pharaon ist. Aber bekanntlich, sie sind ja nicht mehr zu erkennen. Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Ja, keine Zeit und es ist ja deutlich, der will überhaupt nicht einmal darüber reden. Der weiß ja alles schon, weil der ist ja einer von denen. Ich meine, guck doch mal, alles hier. Das ist ja einer von denen. Und mit dem Nationalsozialismus, mit Nationalismus, mit Kommunismus ist es überall das Gleiche gegangen. Es gab ein Bedürfnis beim Volk. Und das haben sie ganz schlau infiltriert oder gerade mal am Anfang haben sie das auf die Beine gesetzt. So, so ist das. Okay, Kapitän Minder, Thomas Minder, Schluss, wir wissen es. Jetzt sind wir im Schaffhausen neben dem Bahnhof. Pause. Und nochmal versuchen, da sind wir hier in Schaffhausen neben dem Bahnhof, Riesenobelisk. Vier Elemente unter drauf, Brünneli für ISIS, da ist es Bahnhof, Schaffhausen, ne? Da, SBB, so, ein riesen Obelisk, die Pyramide oben drauf und da ist da die berühmte Turm. Mit Lappi macht die Auge auf. Steht da, drüber. Der Bloch hat es mehrmals erwähnt in seinem Buch. Der kommt von hier. Als Witz natürlich, wenn jemand macht die Augen auf. Und dieser Thomas Minder, wo ich vorher war, der macht einfach sicher, dass nichts durchkommt, dass sie einfach weitermachen können. Und wie kann man das besser machen, als gerade oben am Kopf von einer Organisation zu stehen, die dafür sorgt, genauso wie die Justiz dafür sorgt, dass es kein Recht gibt. Und da war ich nochmal von anderer Seite mit dem Spur neben der anderen, neben dieser Obelisk, da einfach runde Sonnenhieroglyphe ohne etwas da dahinter, das ist auch niemals etwas da dahinter gewesen. Und natürlich die Sonnenhieroglyphe, ja, ja, und tschüss. Jetzt laufen wir zu diesem Turm, gehen wir die Innenstadt rein. Vielleicht können wir es jetzt schon lesen mit dem Lappi. Lappi macht die Augen auf. Naja, wer macht dann die Augen auf? So. Und Lappi ist da, macht die Augen auf. Lappi zu die Augen auf. Mal besser gucken. Ja, Schaffhausen ist natürlich voll mit so Sachen. Die denken alle, ich bin ein normaler Tourist. Da habe ich Freimaurerzeichen im Judenstern Totenkopf. Ja, das war schlecht. Überall die Sonnenhieroglyphe. Natürlich wird ein Auto vorbeikommen. Da das komische Zeichen da. Und da Amen. Die Sonnenhieroglyphe im Dreieck. Dieses Haus ist wirklich voll. Und so Zeug. Okay. Eine ganze Reihe von Sonnenhieroglyphen überall. Da und da und da. Da ist der große Tempel. Mit das komische Teil oben da drauf. Mit den Säulen. Und hier noch immer in Schaffhausen. Da ist überall, das ganze Haus ist voll mit Sonnenhieroglyphen. Überall. Ja, es ist ziemlich bekannt noch jetzt.
Sogar oben drauf ist eine ganze Reihe. Deutlich kann nicht sein. Gerichtsgebäude in Schaffhausen. Und natürlich muss es einen Sonnenhieroglyph haben. Geht nicht anders. Oder meint ihr, sei Zufall? So, ihr Verbrecher, wieder Thomas Minder. So, noch immer in Schaffhausen hinter die Bibliothek. Endlich mal wieder mein Rucksack drauf. So. Ah, darüber ging es überhaupt nicht. So, eine Pyramide. Wow, Mann, ey. Da im Garten, da bei dem Kloster oder so etwas. Okay, andere Winkel. Mal hier. Es steht überall voll damit. Obelisken, Pyramiden. Da, schöner Klostergarten. So, jetzt suchen wir da den Obelisk. Mann, ist wie Indiana Jones hier. Schau mal, der Obelisk. Boah. Schau mal. Shit. Indiana Jones hier. Auf Entdeckungsreise. So. Und tschüss. Die bei Neuhaus habe ich. Tja, hier in Bern bei Breite Rhein. Du denkst, es ist eine einfache Schuhmacherei. Ganz einfache Schuhmacherei. Aber was sehen wir da? Die Sonnenhieroglyphe auf der Tür, ganz neu. Und das heißt, ihr Pharaonen, kauft eure Schuhe hier. Alle sieben Zwerge im Bundeshaus, kauft sie hier. Der Schuhmacher ist wohl kein Pharaon. Aber die, von denen das gehört, ist einer. Wie heißt die Name? Keine Name. Okay, versteht ihr, was ich meine? Ja, hier sind wir gegenüber die Botschaft vom Griechenland. Oben drauf haben wir das Freimaurerzeichen, der Dreieck. Und das ist Osiris. Und unten ist da die Isis, so wie immer. Und dann nochmal ein ganzes Bild. Und tschüss. Die Pharaonenshow natürlich. Wahnsinn, mitten in der Stadt. Ist aus dem Auto gezogen hier. Ja, eigentlich hörte das in Bulle-Show, aber ich habe die Kassette noch nicht fertig. Tue ich dann bei Pharaonen-Show. Schau mal, ey. Wahnsinn. Das ist eine ganz komische Sonnenhieroglyphe. Ich habe noch nie so eine gesehen in meiner Laufbahn als Pharaonenschule. So einen habe ich noch nie gesehen. Ein komisches Haus. Wow, aber eindeutig ist es das. Tja, und da oben. Keine Ahnung, was es soll. Aber der Sonnenhieroglyphe ist sehr deutlich. Und tschüss, hier in Bern. Da geht's, der Gustav. Der hat das Zeug da dafür, ich habe ihm erklärt und der sieht die Sache schon. Ja, ja, da haben wir es dann. Der Gustav hat es gesehen. Da. Sonnenhieroglyph. Ja. Überall hier. In, wie heißt die Ortschaft hier? Ramses. Ramses sind wir hier. Im Ramses. Okay, wo bist du, Gustav? Da, okay. Ich komme, Gustav. Da sind wir ja bei der Tür, beim Eingang. Und da ist ja wieder die Sonne hier rückliefer. Ist das alles in der Auge da drin, oder was ist das? Ne, ja? Komisches Ding. Das ist ganz alt. Und hier war immer auf eine Schlüsselposition. Geografisch, dieses Mal keine politische Schlüsselposition, so wie beim Bundesbehörden und so weiter, aber eine geografische.
hier sind immer alle hier vorbeigekommen und es ist sehr zentral in der Gegend und hier organisieren wir uns gegen die Europäer und die Ja, hier in der Langgasse hier in Bern, schauen wir den Pharaonentempel hier an. Unglaublich. Da ist sie dann, die Isis. Da Sonnenhieroglyphe, hoppla, immer das gleiche. Nochmal Sonnenhieroglyphe. Das ist hinter der Universität hier in Bern. So, die Isis. Ein ganzes Tempel, eine ganze Säule für sie und da so okkulte Zeichen da drauf. Okay. Und da vom Isis, da schaut man einfach rum. Dann ist hier überall das Bündnis. Da Bündnis, da Bündnis. Also ist ja klar, wer da wohnt. Dann noch mehr Bündnis. Okay, überall. Das gehört dann den Pharaonen hier. Geheimzeichen. Und da, wo das Bündnis ist, hier, gucken wir da oben, die Dreieck der Freimaurer. Alles ist ja da, in der Fassade da. So, hier sind wir dann, da der See Lac Léman bei Lausanne. Aber was wichtig ist jetzt, ist hier das Bundesgericht mit zwei Obelisken da zwischen diese zwei Typen. Das sind die, die Diener, die Männer auf beide Seiten, die Diener von der Isis. Und da sind die Schwester der Isis. Wie bei einem Olympischen Spiele. Der erste Platz ist in der Mitte und ist etwas höher. Schau mal die Brüste, das ist ja eine Frau, ne? Da auch. Alles Frauen. Soweit man noch von Frauen reden kann. Und da diese Gartenzwerge, Schweizer Gartenzwerge, nehmen da an. Da, mit der Obelisk in der Mitte. Palais de Justice, Bundesgericht. Da sind die Verbrecher. Und was sehe ich dann da in Lausanne? Wow, alles drauf und dran. Hier beim Bahnhof in Lausanne. So, hier bin ich in Delémont. Also eine schöne Brücke. Was machen die zwei nackte Homos da? Okay, aber was wichtig ist, ist da die Sonnenhieroglyphe überall. Und das Bündnis mit der Teufel nebenan. Oder was es dann auch ist. Vielleicht ist die Isis sogar. Sieht aus wie ein Chineser. Ja. Und dann haben wir da auch nochmal das Symbol der Freimaurer. Da oben drauf, dieses Dreieck. Also es gibt es überall. Also hinter mich auch. Aber ich kann jetzt nichts filmen wegen der Sonne hinter mir. Okay. Also Delémont im Jura, überall die Pharaonen. So, jetzt sind wir hier in Delémont oder Delsberg, wo die jurassischen Behörden sind. Man sieht sehr deutlich die Zeichen der Freimaurerei und also kurz die Pharaonen. Das runde Zeichen hier, was man sehr oft sieht auf den Fassaden, oder der Dreieck. Und das ist noch ein neues Gebäude, also es lebt noch und da auch. So. Jetzt gehe ich ein bisschen näher dran. Also das ist dann die andere Seite hier. Sehr deutlich das Zeichen der Templer auch oben drauf, so wie im Schloss Spitz. Also wer regiert hier? Die Schweizer? Ja, vergiss es doch. La tête de mort, den Mohrenkopf, so wie in Korsika. Und eine riesen Obelisk. Richtig groß, fürchterliches Ding. Es könnte sein, dass es ein echt ist, weil hier hat es eine sehr lange Geschichte, eine alte Römerstadt. Ich denke, dass Avance gibt es schon was mehr als 2000 Jahre. Ne? Ja. Okay. Fürchterlich. Ja, das Amphitheater von den Römern. Hier in Avenches, das Schloss und da der Obelisk. Alles zusammen.
Also die sind schon lange hier. Und natürlich Caesar, Sarkönig, König von Rom, Sarkophag, Sarkozy, ja, die sind schon lange hier. Die Römer waren auch die Pharaonen. Nicht das Volk, aber die die Macht hatten. Wahnsinn. Also hier in Avanche, der Eingang vom Schloss, wie ein Pharaonentempel. Unglaublich, mit dem Dreieck der Freimaurer. Da, und da ist noch sogar der Totenkopf, Skull and Bones, der Freimaurer. Immer anwesend. So ein Eingang. Okay, sie sind. So, das sollte eine Templerkapelle sein, hier bei Fribourg, bei in der Nähe von La Chapelle de Lorette. Der eine sagt, es ist eine, der andere sagt, es ist nicht. Auf jeden Fall, Symbole sind hier, das Templerkreuz ist hier, mit die Nummer 13. Komisch. Dann nochmal. So. 14. Naja, wieso denn? Und es heißt Notre-Dame du Carmel. Carmel, das ist auch irgendwo da bei Jerusalem, ne? Es gibt so einen israelischen Wein, der heißt so. Ja, ob es eine Tempelkapelle ist oder nicht, auf jeden Fall ist die Sonne-Hieroglyphe von den Pharaonen ist da. Die Schwester der Isis, das habe ich noch nicht in einer Kirche gesehen. Gut. Ja, also hier in Zürich ist ganz deutlich zwei Obelisken da vorne. Komisches Gebäude und da stehen da noch zwei auf dem Dach mit Erddomination. Ganz dünne. Und es ist ein komischer Tempel da. Da machen sie sicherlich auch Zusammentreffen oder so. Sehr komisch. Es fängt an zu regnen. So, nochmal von die andere Seite. Ah ja, gut. Da oben drauf sieht man, dass es zwei sind, ne? Immer zwei. Und hier neben der an wieder ein Obelisk. Überall, ich weiß nicht, was drauf steht. Ja, nix. So. Ja, also hier bei der Schlüsseltreppen in St. Gallen, da eine Art von Obelisken und da. Aber die schlimmsten, die kommen dann hier. Wahnsinn, zwei. Und das heißt, hier wohnen die Pharaonen. Mit den vier Elementen und alles. Lateinische Freimaurersprüche. Muss man nachschauen. Deum meum im Vokabo. Ja, Hortulus. Und da das Dreieck der Freimaurer. Klar. Also da wohnen sie, die Pharaonen. Hier in St. Gallen. In der also noch hier in St. Gallen Schlüsseltreppe. Dann haben wir da die Obelisken und ein Tempel hier mit Freimaurerdreieck und das Bündnis, alles drauf und dran. Ne? Das eventuell die Sonne-Hieroglyph auch noch. Und da wieder die zwei Obelisken von vorher, hier in St. Gallen im Quartier Röteli und da auf der Tür. Die Dreieck der Freimaurer und die Sonne-Hieroglyphe in eine ganz andere Form wieder. Ich weiß nicht, was alles da drin ist. Wie eine Art von Tempel hier. Ja. Tannhalde. Naja. Gut. Also noch immer hier im Quartier Röteli in St. Gallen. Überall Knospen da auf dem Dach. Das heißt, hier gibt es so und so viel Nachkommen der Pharaonen. Das Saat ist hier. Bewacht von zwei Löwen. Ein Tier, was nicht aus Europa kommt, aber eher aus dieser Region des Mittleren Ostens. Und ein Merkmal der Könige. Und da ist die Sonne-Hieroglyphe in einer Form, die ich eigentlich noch nie gesehen habe. Sie sind das Runde immer innen drin und die zwei Balken da. Also eigentlich ganz schön. Aber wenn man weiß, was es bedeutet, ist es weniger schön. So. Ja, grün hoch. Ja, also hier in Rheinfelden, Basel-Land, ist es, glaube ich, ist es voll mit Obelisken hier. Da steht einer,
Da haben wir überall die Freimaurerdreieck. Es ist nicht notwendig für die Konstruktion, da oben hat es nicht. Es sind reine Erkennungsmerkmale, Geheimzeichen. Macht das Haus nicht kaputt in Zeiten des Krieges und tötet die Menschen nicht. Und wir machen sich fertig, die Europäer und die Schweizer. Ja, jetzt gehen wir da zum Hotel neben dran und gehen mal schauen, was wir da sehen. Ja, das Hotel heißt Schützen, ich kann es auch anders. Zwei Art von Obelisken, aber naja, nicht ganz. Aber dann schauen wir nochmal auf die Fassade, wir gehen da drin. So, da, Schützen. Und was sehen wir da? Da ist dann ein kleiner Obeliskus, Merkmal, Kennzeichen. Hier in Rheinfelden. Ja, hier sind wir dann in Worblaufen vor dieser Tigris. Spezialeinheit Antiterrorpolizei, aber von den Pharaonen. Und Tigris ist natürlich nicht von der Tiger, aber von Tigris und Euphrat Babylon. Ägypten, Pharaon Nebukadnezar, so wie Sar heißt König. Also das sind die Schweine. Sonst überall in der Schweiz, manchmal noch größer, gibt es einen Scheiterhaufen. So wie das hier. Das wird dann am 1. August oder 31. Juli auf ihrem Nationalfeiertag wird das da verbrennt. Und sie feiern damit den Mord an den Europäer und ihre Kinder. Weil die Malleus Maleficarum ist ein Buch, was von zwei Schweizern geschrieben worden ist, von Heinrich Kramer und Jakobus Sprenger. Das war ja eine Schweizer Idee, der Hexenhammer. Ja, und das mit dem 1. August, das habe ich schon erklärt. Also den Scheiterhaufen am 1. August. Und die Schweizer wissen es noch sehr, sehr gut. Das feiern sie dann, den Mord an den Europäern. Also hier feiern die Schweizer also den Mord an den Europäer und ihre Kinder. Das ist den Scheiterhaufen. Das war eine Schweizer Idee, das zu machen, die Schwester der ISIS. Also am 1. August 2010, jedes Jahr. Schrecklich. Ja. Und sie wissen es. Also den Scheiterhaufen hier. Symbolisch werden da die europäischen Frauen verbrannt. Also die Gute. Und die Böse, die Schwester der ISIS, die machen das. Hier in Basel am Rhein. Dann haben wir da das Hotel Le Trois Rois. Alle Hoheiten und Pharaonen und sogar Napoleon III oder weiß ich was, der ist hier gekommen. Und da neben da an ist ein Schwimmbad oben auf dem Dach. Und es stehen vier riesen Obelisken aus Kupfer. Für wen denn wohl? Weil man kann sie nicht sehen von hier, dass es Obelisken sind. Für wen haben sie dann diesen Aufwand gemacht? Nein, das ist natürlich für diese Herrscher und Herrscherinnen, die hier da im Schwimmbad rumplanschen. Damit sie sich so schön wie in Ägypten unter sich, ganz weg von alle anderen, wo nur diese zugelassen werden, sich unterhalten können über die Unterwerfung Europas, die Welt und ihre Kinder. Voilà. Also von hier nochmals, man sieht es nicht. Also für wen haben sie dann gemacht? Für sich selber, inside. Ja. Okay. Was ist das da? Na ja, schönes Bild da. Wahrscheinlich die Bullen wieder. Überpräsent. Ja, naja, gut. Von dieser Seite sehen wir es nochmal. Und wir sehen sehr gut. Da, jetzt nach oben. Hier sieht man sehr gut, dass es Obelisken sind. Sehr deutlich. Sehr deutlich.
Wie ein Saint-Léger, ich bin hier 100-mal vorbeigekommen, ich habe es nie mal gesehen. Da beim Krankenhaus. Und da sind die Bullen, die haben gern so Gitter. Ne? Und da ist ein Teil vom Krankenhaus. Da sieht man die Dreiecke Freimaurer überall. Und da überall die Sonne Hieroglyphe. Also die Präsenz der Pharaone ist hier ganz, ganz, ganz sichtbar. So. Krank. So, Schützenstraße in Luzern. Und da gehen wir, schauen, was wir da sehen. So. Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Da, der Stab ist der Stab von Moses, auch ein Phallus-Symbol, und damit machte er das Meer auf. Also der Pharaone und sein Heer sind verschwunden ins Meer der Völker. Und der Faust ist einfach, wir machen eine Faust von innen hinaus. Der Feind im Inneren. Und der G ist vom Gola oder Golut. Und das heißt Diaspora, Geheimzeichen der Freimaurer und Pharaone. Schlimmste, hier habe ich das schlimmste Gefühl, was ich je gehabt habe. Also hier sind Kinder. So, hier sind wir in Wieden, Kanton Aargau. Drei Säulen, das sind die drei Birken von den Pharaonen, von den Freimaurern. Wir haben das im Garten, und wenn sie einmal Hilfe fragen, wird eine umgesägt, zweimal der zweite, und beim dritten Mal, wenn sie Hilfe fragen, müssen sie sich umbringen. Denken wir an Uwe Barschel, John F. Kennedy und so weiter. Das ist mal witzig, das Schild hier da oben, das ist ein Dreieck. Pharaonen und Freimaurer-Symbol, gerade da unten, ist das Bild des Volkes. Die drehen im Kreis herum. Ja. Also das sind alles Eulen da drauf. Hochgradiges Freimaurer-Symbol. Der rote hat auch auf der Hinterseite und die andere nur auf einer Seite. Ja. Und da gibt mir das Symbol vom Shell, ne? Der Muschel. Da auf die andere Seite stehen sie auch noch auf dem Dach. Da haben wir das Dreieck der Freimaurer und Pharaone, K, die Seele, C, Isis vielleicht. Auf die eine Seite stehen 4, auf die andere Seite 3. Und 3, warum? Es gibt auch 3 dunkle, so wie da, und 4 weiße. Weil die Unterseite einer Pyramide hat 4 Ecken, und das sind die 4 Elemente, sehr wichtig für sie. Und auf der Seite einer Pyramide, so wie das Dreieck da, hat es 3 Ecken. Und das symbolisiert die religiöse Dreifaltigkeit. Also hier in Wieden, bei Zürich, in Kanton Aargau. Wirklich fürchterlich. Und das ist finanziert worden auf diese Bedingungen. Die haben das bezahlt, haben an der Gemeinde, ne? Unter diese Bedingung, da werden keine weiteren Angaben von den Spendern angegeben. Ja, verstehen wir. Ja. Es ist sicherlich noch mehr da Symbolik da dahinter, aber ja, das war's denn. Die Größe hat dann auf 2 Seiten eine Eule. Hm? Gut. Wir schauen noch von der anderen Seite hier. So, das ist etwa von der anderen Seite da. Das ist Eule. Und der Eule soll ein Tier sein, was in die Seele hineinschaut. Das ist auch das Symbol der Psychiater. Und die Psychiater sind natürlich auch alles Pharaone. Seelenklempner. Ja? Okay. Ja, und hier in Wieden war ich dann natürlich bei Dr. Brainsurfer auf Besuch, der meinen Film sehr der Hammer gefunden hat. Ja. Ja, also hier bin ich in Spiez, eine Art von Kapelle. Mit so komischen Bildern da, ein Herz hat ein Dolch drin, oh ne, dieses Herz hat ein Dolch und ein Stacheldraht. Und da, IHS, das sind ja Heilige, oder Schweizer Scheinheilige. Und dieses Kreuz, dieses Bild hat der Dolch im anderen Herz und dann noch der Stacheldraht, und da steht RIH. Mit so der Winkel und der Zirkel da. Ja, da. Wieder 2 Schweizer Scheinheilige. So. Da haben wir ein Hakenkreuz. Mitten in der Schweiz. In Schwyz, wo die Schweiz angefangen hat. Hier hat das Ganze angefangen, die Zerstörung Europas. Hier haben die Templer
den Tempelschatz gelassen und da sind die Freimaurer draus geboren und die Schweizer Banken. Ja. In eineinhalb Monat nach dem Ende der Kreuzzüge, also 1. August 1291, Hakenkreuz. Ich habe bewiesen im Buch, dass das Hakenkreuz kommt von einer Pyramide. So. Also hier bin ich bei dem von Redinghaus. Richtige Pharaone, hier hat die Schweizer wirklich hier angefangen. Zwei Obelisken, die Joachim und der Boas. Also das sind ohne Zweifel die älteste und erste Obelisken der Schweiz. Die standen hier schon vor 1291 schon, denke ich, als die Templer hier gekommen sind. So, von Reding, die meist einflussreiche Familie hinter den Kulissen in der Schweiz. Nochmal hier der Eingang, da das Schild, Redinghaus, das ist alles steht. So. Und auf die andere Seite Pharaonenzeichen, die ganze Wand ist voll hier damit. Ganz komische Zeichen da. So. Das ist die Innenstadt, Dreiecke Freimaurer da. Wenn der Krieg kommt, setzen sie diese Symbole zusammen mit der Sonne, Hieroglyphen vor allem, über die Tür auf ihr Haus und werden sie überleben. Genauso wie die Juden in Israel bei den Pharaonen gemacht haben mit dem Blut, Schafblut über die Tür. Alles Geheimsymbole. Nochmal vor dem Sonnenredinghaus hier. Ich habe es befürchtet, aber dann habe ich nicht mehr geguckt. Natürlich ist die Sonnenhieroglyphe da, bei dem Brünneli, bei dem Wasser. Setzen Sie um Gottes Willen dieses Symbol über die Türe Ihres Hauses bei dem Krieg, der am Kommen ist. Dann werden Sie überleben. Oder die Schaf. Wenn nicht, dann geht es ganz schnell. Und das Dreieck. Natürlich. Mit dieser Elektronik, elektronische Daten und so, Computer, ist es nicht mehr das gleiche wie im Mittelalter, aber immerhin. Ja, so wie, naja, also hier sind wir genau da, wo das Elend anfing in der Schweiz hier, mit den Tempeln. Das ist Stauffacher, sieht ja richtig europäisch aus. Ne? Das ist der Fürst, Walter Fürst, sieht auch so europäisch aus, komisch. Das ist Anderhalden. Arnold. Ja. Überall da die Sonnenhieroglyphe natürlich. Und da dahinter ganze Brünneli ist voll. Und da. Und drehe ich mich noch um. Natürlich ist da das Dreieck. Und da. Überall. Der Ursprung des Elends hier. Ja. Und da überall Dreieck mit Sonnenhieroglyphen. Und das hier ist gebaut worden gemalt worden von einem Deutschen, Ferdinand. Noch etwas. In 1891 wurde das gemalt von einem Deutschen, Ferdinand. Also 600 Jahre später. Nach 600 Jahren kann man davon ausgehen, dass das nicht mehr die richtigen Köpfe sind. Und ich habe die Gemälde damals gesehen bei von Reding. Das waren richtige Pharaonen. Das ist alles Verarschung. So wie Wilhelm Tell. Das ist erst 100 Jahre alt hier. Also Ferdinand Wagner hieß er. Überall Sonnenhieroglyphen. Überall. Da auf dem Dach noch. Dreieck der Freimaurer. Da. Überall voll. Ja, die Tür ist wie ein Tempel. Der Eingang wie ein Pharaonentempel. Tja. Da. Überall. Das Nec plus Ultra, das Mekka. Der Pharaon. Schwitz. Und da, ich weiß nicht, ob ich sehe von hier, das ist noch ein Hakenkreuz da. Drauf. Weiß ich nicht. Ja, das ist auch nur so eine Art vom Hakenkreuz. Es ist voll damit. Und da natürlich wieder Sonne überall.
Malen Sie das Bild auf Ihr Haus. Aber erst warte, wenn der Krieg anfängt. Guck mal hier, da die Gründungsvater. Ne? Und da auf die andere Seite haben wir ISIS. Nee, das, ja, ISIS. Und da haben wir Ma'at oder Themis. Ma'at aus Ägypten. Weil überall die Sonnenhieroglyphe. Naja, es ist voll, voll, voll. Da ist Märchen mit dem Willem Tell da. Voll mit Hakenkreuze hier. Da haben wir nochmal ein Hakenkreuz. Hat jemand noch Fragen? Ne? Wir wissen, wer hat die Nazis finanziert? Die Schweizer Banken. Und wer waren die Nazis? Das war dieses kriminelle Verein, dieser Templer. Darum hat die Kirche sie auch geholfen, die Nazis nachher nach Südamerika zu fliehen. Die hassen Europa hier. Ja. Die haben so viel Leid und so viel Toten gebracht und so viele Kinder unter Bomben. Das sind die Schweizer. Und das sind die Beweise. Dieses Kriminelle. Nochmal, um weiter deutlich zu machen, es ist zweimal die S auch drin. Ja, das ist ISIS. Man schreibt nur die Konsonanten und die SS natürlich. Es kommt alles von hier. Die Schweizer, die hassen Europa und die Europäer und ihre Kinder, die hassen die ganze Welt. Das ist wirklich. Die haben ganz Europa zerstört, diese Verbrechernation. Wir sehen hier in Schwyz, es lebt überall diese Idee. Überall. Ich brauche es fast nicht weiter zu kommentieren. Ne? Ja. Oh, die saubere Schwyz. Also hier noch immer in Schwyz. Da wird das wieder ganz neu, wird das hier gemacht. Das heißt, wir sind hier in Sicherheit. Töte uns nicht, unsere Frauen, Kinder sind hier. Sonnenplätzli, ja? Die Sonne-Hieroglyphe. Ne? Ein Haufen Dreieckli drin, Architekt, viel Kohle. Da, komische Zeichen. So, und dazwischendurch schimmert nochmal das Dreieck der Freimaurer da. Ja, also ganz neu wird das noch gemacht und gepflegt. Das heißt, die Nachkommen, die Nachfahren sind noch da und die tun noch immer das Gleiche. Es ist nicht schön, das Ding hier. Es hat Geld gekostet. Es hat überhaupt keinen Sinn. So viel Aufwand. Außerhalb, man weiß es. Man ist eingeweiht. Und ich hoffe, ihr seid hier eingeweiht jetzt. Ganz neu wird es noch gepflegt, sehen Sie? Okay. Hier im Zentrum, wo den Mord an den Europäer angefangen hat, mit diesen Templern aus Ägypten, die Pharaonen. Ja. Okay. Und hier sind die Banken, denn der Templerschatz haben sie erstmal hier hingebracht, aus Ägypten, aus Salomons Tempel in Jerusalem. Immer Raub. Ja, die Kirche, speziell ein Dreieck drauf gemacht, ich habe es vorher noch gezeigt. Wir wissen jetzt, der Papst ist der Chef von einem Kinderfickerring. Organisiertes Verbrechen. Und dieses Haus ist ja auch voll. Das ist mal wieder viereckig. Da oben nochmal die Sonnenhieroglyphen. Und diese, die ist ja echt eigenartig. Das ist alles. Die Sonnenhieroglyphe, zweimal das Dreieck der Freimaurer, die ist echt alt. Echt sehr alt. Sehr speziell. Das ist eine enorm spezielle Ausstrahlung, das Ding. Und das ist alles hinter dem Haus da von diesen so drei sogenannten Gründungsväter. Das ist auch wieder viereckig, so wie das Haus nebenan, da rund. Sehr speziell. Und das ist, ja, das ist das Haus der Gründungsväter, ja, auf die andere Seite da. Ich weiß nicht, was es da noch oben drauf hat. Die Erddomination Krone. Achso, es reicht jetzt hier. Nochmal das Konradinghaus, da mit diesen Obelisken. Hier die Kapelle. Da war eine ältere
Einungskapelle. Diese Kapelle ist eine Templerkapelle, ohne Zweifel. Hat eine typische runde Form, ein bisschen schmaler da am Ende. Und nochmal die drei Bache da, drei Berge. Na, jetzt schneit es einen Moment nicht. Nochmal das Swastika da, das Hakenkreuz von diesen Schweizer Nazis hier. Dann gehen wir mal rein hier. So eine ganz kleine Kapelle mit einer typischen runden Templerkapelleform, so wie in Spiez. Hier hat es wenige Symbole, muss ich sagen. Ja, das Hakenkreuz ist nicht schlecht. Und da ist natürlich oben die Sonne-Hieroglyphe in einer bisschen anderen Form wieder. Und nochmal das Hakenkreuz, das ist ja wichtig für sie, scheint es hier, ne? Da. Sehr wichtig für sie. Oder die zwei Esse, Isis. Ja, ja, was haben wir sonst noch? Ah, das aussehende Auge, ganz klein. Na, nicht schlecht, nochmal. Ja, und dann nochmal. Ja. Und da der Muschel, der Shell. Also noch immer in Schwyz, in dieser Templerkapelle. Da gibt es einen Bericht von diesen Templer, die sie auch unterschrieben haben da. Mit dem Templerkreuz, was dann auch von den Pharaonen kommt, von einer Pyramide. In dieser sieht man es vielleicht weniger gut, man hat es ein bisschen angepasst, und, aber wer das weiß, den ist es bekannt, von woher das kommt. Eine ausgeklappte Pyramide bei dem Kreuz der Papst oder ein normales Templerkreuz oder das Bundeswehrkreuz oder das eiserne Kreuz der Wehrmacht, dann sieht man es viel besser auch. Also ein Bericht der Templer, unterschrieben von den Templern selber, hier in Schwyz, in der alten. So, da ist die Fabrik von Victorinox mit dem bekannten Wappenschild da drauf von den Templern. Und hier in Schwyz natürlich, da nochmal. Früher müssen sie da die Schwerter da herstellen für den Templern und die Rittern. Und natürlich die, die Söldner, die ganz Europa aus Schwyz vor allem terrorisiert haben. Hier war der Sitz, das war wahrscheinlich hier früher da. Und die Familie von Reding. Und ja, jetzt sind sie bekannt für ihre rostfreie kleine rote Messerchen mit dem Templer-Schild da drauf. Ja, das ist noch immer die gleiche Tradition, diese Familie Elsinger. Die haben wahrscheinlich sehr viel Macht hier in der Schweiz. Ja. So, das Templerkreuz, ja, da oben nochmal, überall. Eine alte Tradition aus den Rittern und ihren Schwertern, die hier, natürlich haben sie dieselbe hergestellt. Das Prinzip, um diese schöne rostfreie Messer zu machen, das haben sie, das haben diese Schweizer wohl irgendwo geklaut, so wie sie völlig aus Diebstahl und Betrug auf der Rest der Welt parasitieren in dieser Mafia. Also hier sind wir in Könitz bei Bern, richtiger Schickimicki-Ding hier. Und hier sind ganz komische Sachen hier da im Boden. Die komisch blaue Leuchte am Abend. Das könnte ganz gut Scanner sein, diejenigen, die sich da eine Antigrippe-Impfung machen ließen. Mit einem Chip da drin, die werden hier gescannt. Und es geht hier eigentlich um die Idee, dass, diese, dass die Idee noch lebt heutzutage. Die Pharaonen sind hier, Jachim und Boas, ganz neu gemacht worden. Die Idee lebt, darum geht es dann noch hier. Es ist nicht tot, es ist nicht aus einer Zeit, aus dem 19. Jahrhundert, dass, ja, dass das modern war oder in war. Die Idee lebt noch. Es ist also nicht irgendwelche architektonische Strömung, die in einem, die beschränkt ist zu einem bestimmten Jahr, Zeitalter. Es lebt noch, immer noch. Ganz neu sind die gemacht worden, vor nicht so langer Zeit hier. Da haben wir das Templerkreuz und da zwei Pyramiden. Naja, kann Zufall sein, aber ich glaube es eher nicht, wenn die zwei Obelisken schon hier stehen. Das war der gleiche Architekt. Und genau hier haben wir dann da diese Streife da irgendwo. Es ist ganz komisch hier.
Die Königs ist voll mit solchen Sachen. Es steht noch beim Schloss Königs. Hat das auch noch, aber wir wissen schon genug. Ich habe keine Lust, da dahin zu laufen noch. Dann gibt es das Wort Sar. Das heißt König in der Pharaonensprache, so wie in einem Sarkophag. Das ist eine Kiste, um den König reinzustecken, wenn er tot ist. Das findet man zurück in das Wort Caesar, der König von Rom. Das deutsche Wort Kaiser kommt etymologisch vom Caesar, Caesar, Kaiser geworden. Dann gibt es Salazar, der Diktator in Portugal. Nebukadnezar, der König von Babylon. Die Familie der Zar, ganz deutlich. Familie Windsor aus England, reine Pharaon. Sarkozy, der König von Frankreich. Das französische Wort Monsieur kommt von Monsire. Und Sire heißt auch Sar, mein König, sehr höflich. Das englische Wort Sir, Sire. Ja, also hier sind wir in Biel. Überall die Dinger. Da eine, Joachim und Boas. Diese Dreiecke oben drauf, Freimaurerzeichen, das ist nichts da dahinter. Also es ist speziell gemacht, um sich einander zu erkennen. Und da gibt es das Wort Sar, das heißt König, auf Pharaonisch, so wie in einem Sarkophag. Das ist eine Kiste, um den König reinzustecken, wenn er tot ist. Das findet man zurück in das Wort Caesar, der König von Rom. Das deutsche Wort Kaiser kommt etymologisch vom Caesar, Caesar, Kaiser geworden. Die Familie der Zar ist ja deutlich, dass es vom Sar kommt. Es gibt auch Sarah, Sarah, das ist die Königinmutter der Juden. Oder der Pharaone, lieber gesagt. Sar ist König, Ah ist schwanger oder groß. Ja, die hat die ganze Königslinie geschwangert, wahrscheinlich symbolisch. Dann gibt es Nebukadnezar, der König von Babylon. Es gibt Salazar, dieser schreckliche Diktator in Portugal. Es gibt Sarkozy, der König von Frankreich. Der kommt von einer Königslinie aus Ungarn. Da hat kein Tropfen Franzosenblut, der da. Dann gibt es das Wort Monsieur, das kommt von Monsire. Und Sire heißt auch Sar. Also das ist sehr höflich. Hallo mein König, Sie sind sehr groß. Jetzt sagt man Respekt. dann gibt es die Familie Windsor, reine Pharaone. Sie regieren hier. Die Beweise sind da in den Gebäuden, in den Symbolen, in der Sprache, überall. Ah ja, das habe ich vorher nicht gesehen. Es gibt da noch irgendwie ganz versteckt die Sonnenhieroglyphe. Auf eine ganz versteckte Art. Das habe ich noch nie so gesehen. Tja, hier in Biel. Artus, naja, klar, ne? Also Biel ist voll. Da auch noch. Biel ist echt ganz voll. Und was sehen wir da? Hier ist das die Präfektur in Biel. Wie heißt es? Stadthalter ist hier. Da zwei Obelisken. Noch ein Obelisk. Freimaurerdreieck. Na, hier hat es alles. Amtshaus, ja genau, nennen sie das. Hier ist voll. Da, Polizei. Tja, und das Tier. Das Tier hatte 7 Hörner, steht in der Offenbarung. Und 10. Und 10 Köpfe. Nee, das Tier hatte 7 Köpfe und 10 Hörner. Die Schweizer, die haben 7 Köpfe und 7 Bundesräte, die regieren. Und 10 Amter, die sie unter sich verteilen. Tja, also die Schweiz ist das Tier, die ganz Europa kaputt gemacht haben mit ihren Söldner, mit ihren Banken. Die haben alle Kriege finanziert und noch. Das Tier hatte 7 Köpfe und 10 Hörner. 7 Bundesräte, die 10 Ämter unter sich verteilen. Und übrigens, die 11. September, das ist die allerhöchste Opfertag der Pharaone, da heißt Enkutatac. Ja, 9-11. Zwei Obelisken, Joachim und... Ja, und hier neben Artus, also gegenüber vom Amtshaus in Biel, sieht man auch noch überall das Templerkreuz. Da eine und da eine. Also Biel ist voll. Wirklich voll, voll, voll. Das sind alles die gleichen. Ja, da sehen wir noch das Amtshaus da mit der Obelisk.
ist es Joachim oder ist es Boas? Ne? Also hier in Biel ist die Kirche und der ist voll mit Obelisken. Da zwei, alles Pharaonensache hier. Voll mit Obelisken. Da noch eine da, also richtig. Und da oben ist Obelisk mit Erddomination, mit der Balda drauf da. Also da, da und auch noch da. Das ist unglaublich. Die Priester von Amun. Und dann schauen wir hier auf die andere Seite. Da der Gral. Da weiter ist ein Museum mit Sonne-Hieroglyphen überall drauf. Man sieht das nicht so von hier. Gebäude gegenüber ist auch irgendwelches Museum. Da die Sonne-Hieroglyphen.